Jo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar die erste Folge von YouTube Live. Ja, ich bin vor 10 Minuten aufgestanden, habe ein bisschen verschlafen, aber ist nicht so schlimm. Weil ich bin doch gut in der Zeit. Und ja, jetzt hat die letzten 2 Wochen ganz normal Schule noch und dann habe ich. Dann ist alles weg. Also Schule. Ab 1.9. ja dann Ausbildung. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die YouTube-Live-Woche wird euch gefallen. Ja, spätestens nach der Schule hören wir uns wieder. Bis später. Jo Leute, bin jetzt wieder zu Hause von der Schule. Eigentlich hätte ich bis 3:30, beziehungsweise sonst eigentlich bis 5:00, aber diesmal haben wir es, weil es so warm ist, nur bis 3:30, aber ich konnte sogar 2:45 schon gehen, weil ich jetzt einen Arzttermin habe, und zwar mein Daumen tut weh. Bestimmt gestern war ich bowlen mit Raffi, Tobi und noch ein Kumpel. Und der Freund von Raffis Mutter. Als Geburtstagsfeier von Raffi. Und einmal beim Werfen sind schon die 2 Finger rausgerutscht. Und irgendwie so, dann so komisch. Ja, mal schauen, was. Einfach mal checken lassen. Und ja, würde ich sagen, bis dann. Bis ich das Ergebnis habe, sage ich jetzt mal. Jo Leute, bin vom Arzt rein. Ja. Der Daumen, Muskelzerrung, nicht allzu schlimm, ein bisschen kühlen, Salbe drauf, dann war's das. Ja, bei uns regnet es jetzt gerade, wenn man es sehen kann. Also an den Regentropfen sieht man es an der Scheibe. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch ein bisschen raus, vielleicht noch ein bisschen schießen. Aber naja, es regnet, kann ich nicht. Ja, spiele ich halt dann vielleicht ein bisschen Dart, wenn es geht, mit dem Daumen, mal schauen. Ja, ich weiß nicht, heute die erste Folge bis jetzt. Fast nichts gescheit. Nur gesagt, dass ich jetzt selbst aufgestanden bin und zur Schule gehe und naja, mehr auch nicht. Hallo Mama. Soll ich dich jetzt zeigen? Nein, Spaß. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich heute noch mache. Die nächsten Tage werden dann aber sehr voll. Weiß gar nicht, ob ich da zum Drehen komme. So voll ist es. Aber die Woche werde ich schon hinbekommen. Ja, würde ich sagen, bis später nochmal. Haut rein. Jo, willkommen zurück zum Video. Und zwar habe ich jetzt noch vor, was reinzunehmen, und zwar das Tippspiel von der EM, was ich ja als Video angekündigt habe, wer mitmachen will, Nummer und so. Das Video werde ich nochmal unten irgendwo hier erscheinen lassen. Ja. Und zwar, es ist jetzt vorbei. Und ja, am Anfang vom Tippspiel waren wir 20. Jetzt am Ende waren wir nur noch 11. Also 9 haben wir uns zwischendrin verlassen. Schade, aber naja. Wenn Sie meinen. Und zwar, ich sage euch jetzt die Tabelle mit den Punkten. Werde sie auch dann nochmal einblenden kurz für 10 Sekunden oder so. Und ja, fangen wir mal von hinten an. 11. Platz wurde Marlon. Mit 9 Punkten, also er hat nicht so viel getippt, beziehungsweise jetzt immer zu spät. Der Marlon ist der, der im Fußball, in der Fußball Challenge 3 dabei ist. Dann auf dem 10. Platz ist Emir Hahn. Er ist noch ein sehr junger. Ich weiß jetzt gerade nicht wie alt, ich glaube 10 war es oder so. Auf jeden Fall, er hat 16 Punkte erreicht, nicht schlecht. Für so ein Jahre. Naja. Auf jeden Fall. Ja, Sophie hat er jetzt auch nicht getippt.
oder lag halt falsch. Neunter war der Ben. Den kennt ihr nicht. Okay, Emirhan auch nicht. Außer ihr habt mal einen Kommentar gelesen von ihm, vom Emirhan. Auf jeden Fall der Ben, den kennt ihr noch gar nicht. Der hat insgesamt 20 Punkte erreicht. Ja, er lag auch falsch und hat auch mal ein paar Mal nicht getippt. Auf jeden Fall, ja. Es lohnt sich viel zu tippen, das zeigt euch der erste Platz und ich mit dem zweiten. Ja. Dann auf dem achten Platz ist der Jürgen, das ist mein Patenonkel. Habt ihr vielleicht auch mal ein, zwei Kommentare von ihm unten gelesen? Hat auch schon kommentiert mit 26 Punkten. Also ganz schöner Unterschied unten. Oben wird es dann sehr eng. Auf dem sechsten Platz haben wir zwei Stück, deswegen gibt es keinen siebten Platz. Auf dem sechsten Platz haben wir einen Patrick mit C nur. Also P-A-T-R-I-C nur. Also kein K mehr. Und Petrus. Die haben beide 27 Punkte. Sind Sechster. Ja. Machen die Mitte. Ja. Dann fünfter Platz wurde der Tobi. Den kennt ihr ja alle. Aus den ganzen Fußball-Challenge und so. Der hat insgesamt 28 Punkte erreicht. Dann der vierte Platz ist Dean. Mit 29 Punkten. Der hat auch ab und zu mal einen Kommentar dagelassen. Er hat gefragt, ob er auch mal in der Fußball-Challenge dabei sein darf. Habe ich gedacht, ja, vielleicht mal. Dann dritter Platz wurde Justus mit 31 Punkten. Der hat auch ab und zu mal kommentiert. Ja. Dann zweiter Platz wurde ich mit 35 Punkten. Ja. Nur zweiter. Nein. Kein Spaß. Und der erste Platz wurde Paul. Der hat mich über Facebook angeschrieben, ob er mitmachen darf. Beziehungsweise ich habe in Facebook auch ist reingestellt, dass ich ein Tippspiel mache und wer mitmachen will, Nummer und so. Und er war der Einzige, der auf Facebook gemeldet hat. Ja. Er hat insgesamt 44 Punkte, also 9 Punkte Vorsprung auf mich. Nicht schlecht. Lag auch wirklich immer saugut. Und hat, soweit ich weiß, auch jedes Spiel getippt. Also es lohnt sich, jedes Spiel zu tippen. Ja. Also, das war jetzt das Tippspiel. Ja. Hat Spaß gemacht. Wir werden das jetzt auch fortsetzen mit Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal, Europa League und zweite Bundesliga. Das wird dann viel zu viel. Deswegen haben wir jetzt nur Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Auf jeden Fall. Ich blende jetzt gleich nochmal die Tabelle ein. Das hätte ich. Ja, ich. Dann blende ich jetzt nochmal die Tabelle ein. So, das war jetzt die Tabelle nochmal. Hab sie zwar euch schon gesagt, aber jetzt konnt ihr es hier nochmal sehen. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt, bevor ich das Video gemacht habe, noch ein bisschen Dart gespielt. Ja, mehr konnte ich jetzt nicht machen. Auf jeden Fall, die nächsten Tage werden ein bisschen voller. Da habe ich mehr zu erzählen. Nicht so wie jetzt. Da habe ich jetzt nur das Tippspiel und mehr auch nicht eigentlich. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch trotzdem gefallen hat, der erste Tag von der YouTube-Live-Woche, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ach, fuck. Das war mein Daumen. Ich glaube, ich soll es mit einem anderen machen. Lasst einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wie es euch der erste Tag gefallen hat. Und dann hätte ich sagen, bis morgen zur zweiten Folge, zum zweiten Tag. Haut rein und ciao. Pfft.